Cause you never know what tomorrow brings in this crazy life. Hey, this life, this life, this life, this life. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuides.de. Im heutigen Video geht es mal wieder um die kommenden Updates, beziehungsweise das nächste Update, was denn jetzt so von uns erwartet wird und was denn auch so darin vorkommen wird. Ich habe ja im letzten Video so ein Video hochgeladen, oder im letzten Video eher gesagt, habe ich gesagt, dass irgendwann im Laufe der Zeit, im Laufe der Monate oder im Laufe der Jahre irgendwann mal, also okay, Jahre ist schon übertrieben, aber es wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern, dass ein Crossplay-Update rauskommen wird. Das heißt, dass die ganzen Konsolenversionen wie auch Pocket Edition zusammenspielen können und die Windows 10 Edition kommt dann auch noch dazu. Und das war auf jeden Fall schon eine mega geile Sache. Die kam auch sehr gut an, diese Meldung bei euch. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr so darüber erfreut seid. Und da war halt auch so ein kleiner Entschluss bei, dass dann auch Server dazu kommen. Und das wird, wie gesagt, erstmal noch eine Weile dauern. Da werden wir auch heute nicht genauer drauf eingehen, weil was willst du dazu sagen? Da kommt ein Crossplay-Update raus mit Servern. Das ist schon geil genug. Da braucht man gar nicht mehr hinzuzufügen. Und wir reden heute, wie gesagt, über das nächste Update, was dann kommen wird. Wie gesagt, das mit Crossplay-Update, das dauert noch sehr, sehr lange. Das kann ich euch versichern, weil das erste eine Menge Arbeit ist, zweitens sehr, sehr viel Arbeit ist und drittens sehr, sehr viel Arbeit ist. Das sind auch schon genug Gründe, weil man muss es erstmal auf allen Konsolen rausbringen und das ist schon, ja, das ist schon genug Update, wollte ich schon sagen. Das ist schon genug Arbeit und heute reden wir auf jeden Fall erstmal über das noch kommende Update. Ihr wisst ja, ich habe ja gesagt, es wird wahrscheinlich ein Biom-Update sein, aber die Frage ist, wird es nur ein Biom-Update sein oder kommen da auch andere Features wieder drin vor? Wir sind momentan in der 1.7.2 Version von der PC-Version ungefähr, nicht ganz genau, weil wir auch einige 1.8 Features dabei haben. Für die Leute, die es nicht wissen, farbiges Leuchtfeuer ist zum Beispiel ein 1.8 Feature. Also es wurde in der 1.8 Version ermöglicht, dass wir mit gefärbtem Glas das Leuchtfeuer färben können. Vorher war das nicht möglich und das heißt, dass auch immer 1.8 Features dazu kommen können. Wir können uns da nicht wirklich festlegen, was als nächstes kommt, aber ich kann euch versichern, dass es ein Biom-Update sein wird. Aber wie gesagt, die Frage ist halt, werden es nur Biome sein, die dazu kommen werden oder auch andere kleinere Features, die uns aber auch erfreuen würden. Wie zum Beispiel in der 1.7.4 Version war es so, dass nicht nur die Biome dazu kommen, sondern logischerweise auch die Holzarten, die haben wir aber schon. Das ist ja auch so ein kleiner Hinweis darauf, dass das Biom-Update kommen wird. Wir haben ja mit dem Mesh-Pack griechische Mythologie, haben wir ja plötzlich diese neuen Holzarten dazu bekommen. Schwarzeichenholz und Akazienholz, habe ich ja auch im letzten Video oder im vorletzten Video schon erwähnt, dass das total sinnlos für mich war, dass wir das auch nur im Kreativmodus haben, aber ich kann euch versichern, dass es ein Hinweis darauf ist, dass wir auf jeden Fall noch die Biome bekommen werden. Und ich denke aber trotzdem, dass noch andere Features dabei sein werden und dass das Ganze nicht nur ein Biom-Update sein wird. Ich meine, sie arbeiten jetzt schon eine sehr lange Zeit daran und außerdem sind sie momentan so inaktiv auf Twitter wie noch nie zuvor. Sie posten rein gar nichts mehr, sie antworten auf nichts mehr, also sie machen einfach gar nichts und vielleicht sind sie momentan so in einer Arbeitsphase, dass das, ja, ist auf jeden Fall gut. Ich meine, besser als gar nichts. Sie könnten natürlich auch was posten, wäre sehr schön und auch mal auf meine Fragen antworten, also das geht ja mal gar nicht. Nein, Spaß. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn sie nochmal was posten würden oder so. Und dann kann ich ja ganz feste Beweise hinlegen und sagen, guck mal hier, das und das kommt dann in ein Update vor, aber naja. Ich befürchte auf jeden Fall, dass auch noch andere Features dazukommen werden, die auch in der 1.7.4 Version auf dem PC dazugekommen sind, wie zum Beispiel die ganzen neuen Blumen. Ich weiß, ist nichts Weltbewegendes, aber was soll's, Freunde, sehen die Welt ein bisschen schöner aus und so weiter und so fort. Da waren einige Blumen bei, die kann ich nicht mal auswendig. Es waren bestimmt irgendwie 10 Stück oder so. Und dass auch die neuen Fische dazukommen. Wer es nicht weiß, es gibt noch auf dem PC den rohen Lachs, den Clownfisch und den Kugelfisch. Und die kamen halt mit der 1.7.4 Version dazu, mit den ganzen Biomen. Und ich denke mal, dass die dann auch dazukommen werden. Was auch dazukommen wird, denke ich, dass wir die Angel verzaubern können und somit dann auch Knockback kriegen können durch Angelschläge sozusagen und dass das dann auch so ein kleines PvP-Feature sein wird, dass wir auch Trödel sammeln können, das heißt, wenn wir eine Angel ins Wasser werfen, beziehungsweise auswerfen ins Wasser, dass wir dann nicht nur Fische kriegen, sondern da auch den einen oder anderen Trödel, da kann alles mögliche bei sein. Müsst ihr mal bei Minecraft-Wiki gucken, wie die Chancen da sind, was man denn dann so angeln kann und das denke ich auch, dass es kommen wird. Es kann natürlich auch sein, dass noch mehr 1.8 Features dazukommen. Vielleicht werden wir auch überraschen, es kommen Banner oder Rüstungsständer oder so noch dazu. Das wäre auf jeden Fall schon mega, das bezweifle ich aber. Welche 1.8 Features ich vermute, die noch kommen werden, sind zum Beispiel Kaninchen. Mit den neuen Biomen wäre das eine perfekte Chance, die noch hinzuzufügen. Und auch zum Beispiel die Endermilbe. Für die Leute, die es nicht wissen oder die sie nicht kennen, eine Endermilbe ist sowas ähnliches wie ein Silberfisch. Und da gibt es so eine 5%ige Chance, dass sie spawnen, wenn du dich mit einer Enderperle teleportierst. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas droppen oder ob da noch irgendwas Besonderes dran ist. Ich kenne mich da auch nicht so ganz mit dieser Endermilbe aus. Aber sie spawnen halt selten, wenn du eine Enderperle wirfst. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Die Textur habt ihr ja jetzt gerade gesehen, wie die aussehen. Da ist auf jeden Fall nichts Besonderes dran, aber wäre trotzdem eine coole Sache. Ich bin immer offen für Neues und will auch immer neue Sachen sehen, weil es auch dann halt sehr schnell auf der Konsole langweilig wird. Das muss man ja auch mal zugeben. Wir haben ja nichts Besonderes, was das denn die ganze Zeit so festhält auf der Konsole. Außer, dass wir mit dem Player spielen können und allgemein auf der Playstation oder so spielen, ist das halt alles schon etwas langweilig. Ich wollte
in diesem Video auch noch einige Fragen von euch beantworten, aber ich wollte das dann doch so separat machen, dass ihr dann hier unter diesem Video auch einige Fragen, aber nur zum Update fragen könnt und ich die dann auch in so einem Q&A-Video beantworten werde zum Update, ihr könnt mir dann zum Beispiel Sachen fragen wie, was vermutest du, was noch kommen wird, wird das und das kommen, das sind dann alles nur meine Vermutungen und keine festen Beweise oder keine festen Features, die hundertprozentig kommen werden, das müsst ihr euch immer vor Augen halten und dann war es das auch eigentlich schon mit, ich befürchte mal, dass erstmal ein Bugfix-Update rauskommt, weil ihr wisst ja, die Welten sind momentan hart am Laggen. Wenn wir da irgendwie ganz viele Gebäude haben mit Glas und so weiter und so fort, dann leckt es einfach nur rum ohne Ende. Das ist echt krass. Und das ist auch nicht mal feierlich. Dann will ich auch erstmal ein Bugfix-Update haben, weil ihr wisst ja, das ist sonst unspielbar manchmal. Ich konnte Cube Survival nicht weitermachen wegen dem Scheiß. Und das ist schon sehr traurig. Und ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was würdet ihr von noch mehr 1.8 Features halten? Wärt ihr enttäuscht, wenn es nur ein Biom-Update sein würde und keine neuen Features dazu kommen, außer halt die Biome und die Setzlinge und so weiter und so fort? Oder sagt er, geil, Biome reichen schon fürs Erste, dann haben wir mal wieder was Neues zu entdecken, bin ich auch der Meinung, ist ja geil. Und wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, die ihr mich stellen wollt, was denn die Updates angeht? Das muss nicht das nächste Update sein, das können auch im Laufe der Zeit Updates sein, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und ich werde das auch mal in so einer Diskussionsfolge wie heute beantworten. Könnt ihr gerne, wie gesagt, in die Kommentare schreiben und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, Freunde.